Ihr Lieben, geht's euch gut soweit? Ja, volle Hütte, sehr schön, sehr schön. Hey, es ist der dritte Advent, steht euer Weihnachtsbaum? Ja. Okay, ihr freut euch richtig, richtig gut. Hey, ihr müsst, also ihr könnt ja noch Geschenke einkaufen, ne? Die Möglichkeit ist ja noch da. Und noch jemand zu zeigen, dass man ihn besonders mag. Ich habe nächste Woche Geburtstag, nächste Woche Mittwoch. Ich hab's nur mal gesagt, okay? Ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Aber mit Geschenken kann man auch jemanden glücklich machen. Nee, ich hoffe, euch geht's gut in der Weihnachtszeit, in der Vorbereitungszeit. Und wir beschäftigen uns heute wieder mit einer Weihnachtsgeschichte oder mit einem Teil von der Weihnachtsgeschichte. Und das ist ein Teil, wo wir vielleicht auch oft ja, das nicht so wahrnehmen, wie diese Person, und heute sprechen wir über Maria, wie Maria in den Momenten oder in den Situationen, wo sie da drin war, so zu Gott kommen konnte. Und das hat mich fasziniert in der Vorbereitung, wie Maria mit ihrer persönlichen Weihnachtsgeschichte umgegangen ist. Und die meisten von uns kennen ja die Geschichte, dass ein Engel kam zu Maria und dass der Engel Maria ja das mitgeteilt hat, so hey, du wirst schwanger werden, du wirst den Retter der Welt ja, in dir tragen, so wow, okay. Aber wir überlesen dann vielleicht diesen Part, wo sie anfängt, Gott zu loben. Ja, wir lesen vielleicht schnell auch dann die Geburt und diese Stelle und wir kommen auch direkt dorthin. Aber in diesen 9 Monaten Schwangerschaft, da kann ja viel passieren. Und bei ihr ist auch einiges passiert. Und wir haben einen Text in Lukas 1, der das nochmal deutlich macht. Ich weiß nicht, wer von euch sich als Sorgenträger bezeichnen würde. Ihr müsst es nicht melden, es ist auch eine schwierige Bezeichnung, okay? Aber so Sorgen zu tragen und Sorgen mitzunehmen und überhaupt sich Sorgen zu machen. Ich glaube, da sind wir alle irgendwo unterwegs und wir machen uns Sorgen über Dinge und wir können uns auch Sorgen machen. Es gibt ja auch viele Dinge, worüber man sich Sorgen machen kann. Und vielleicht weiß es ja auch gar nicht, ja, bin ich ein Sorgenträger, mache ich mir Sorgen. Vielleicht ist Sorge dein zweiter Vorname, kann ja auch sein. Du bist ständig in Sorge, du machst dir Gedanken über alles Mögliche. Ja? Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ja? Wir können uns ja Sorgen machen um Gesundheit, Beziehung, Arbeit, Kinder, Finanzen. Ich habe gerade eben von Barney diesen Eindruck gehört, wo wir ja, Dinge machen können, aber der Friede Gottes, den finden wir nur bei Gott selbst, ja? Bei Jesus, wenn wir nah an ihm sind. Und so kann jeder von uns wirklich sorgenvoll sein. Und Maria, sie hatte auch das Potenzial, ganz, ganz viele Sorgen zu haben. Wir lesen es jetzt nicht direkt, aber es ist ja immer gut, auch solche biblischen Geschichten nicht irgendwie als Fabel zu lesen, als ein Märchen, sondern als eine wahre Geschichte, die passiert ist, wo Menschen ja beteiligt sind, wo sie mit ihrem ganzen Sein vor Gott treten oder auch Dinge erleben in ihrem Leben. Und so war es bei Maria auch, dass sie voller Sorgen sein konnte. Und ich möchte ein paar Punkte nennen, warum. Schwanger mit dem Retter der Welt, okay? Sie war schwanger mit dem Retter der Welt. Ich meine, hey, es kommt ein Engel zu ihr und sagt, hey, du wirst schwanger werden. Okay, wie soll das funktionieren und so weiter. Eine ganz, ganz, sag mal, göttliche Situation. Und sie steht unter diesem Druck, mit diesem Erlöser, mit diesem Retter der Welt schwanger zu sein. Ich meine, wer von uns könnte das einfach so mal eben tragen? Ja? Sagen, hey, ja, ist doch kein Problem, mache ich ständig. Nee. Das ist ja eine Sache, die ja so ganz, ganz neu reingekommen ist in das Leben von Maria. Und wo doch ein gewisser Druck da war, auch wahrscheinlich menschlich gesehen, boah, ich trage hier dieses Baby. Ich trage diesen Retter der Welt. Oder auch mit dieser Schwangerschaft kommt ein schlechter Ruf, weil sie wurde ja schwanger durch den Heiligen Geist und es war was Göttliches. Und trotzdem, Menschen um sie herum haben es ja gesehen. Hey, du bist ja noch nicht verheiratet, du bist ja noch in der Verlobungszeit und irgendwas passt da nicht. Das heißt, der schlechte Ruf und die Sorgen über das Image, wie stehe ich da? Hey, ich glaube, dass man sich da gut hineinversetzen kann, so an Marias Stelle, dass man denkt so, boah, irgendwie ist nicht alles so easy, nicht so einfach und Sorgen können sich natürlich da breit machen. Wir können auch an einer Stelle lesen, dass Maria auch arm war. Ja, sie waren zum Beispiel in einem Tempelopfer oder ein Tempelopfer gebracht und sie konnte sich kein Lamm leisten und das Gesetz hat es eigentlich vorgeschrieben, Lamm zu opfern und man konnte auch als Ersatz 2 Tauben da legen und das war immer so, hey, wenn es dir nicht so gut geht, dann sind auch 2 Tauben okay, ja, und das Lamm ist dann dadurch ersetzt worden und das war so ein Zeichen, dass sie arm war, dass sie das Lamm nicht leisten konnte. Das heißt, Armut war auch ein Thema
bei ihr, bei Josef. Und auch die ganze Hochzeit, die Heirat ist ja eine Schwebe. Ich meine, ja, da wo man ja verlobt ist, macht man eine Pinterest-Wand, man guckt sich die Bilder, was machen wir, was sieht schön aus, wo machen wir unsere Location, ja, alles Gedanken, die ja natürlich wären. Aber sie musste ja anfangen, Josef zu überzeugen, hey Josef, hier ist was ganz, ganz Verrücktes passiert und ich kann es dir erklären. Und das war ja dann die Sorge, dass Josef das ja auch versteht, dass Josef das ja auch irgendwie mitträgt, diese besondere Situation. Also hier haben wir eine arme Jungfrau im Teenageralter mit einem schlechten Ruf bei den anderen und in einer Verlobungszeit, die sehr, sehr schwierig von außen aussah, und sie trägt den Retter der Welt im Bauch. So, okay, das ist ganz, ganz viel Potenzial für Sorgen. Ich weiß nicht, verstehst du die Situation? Kannst du dich hineinversetzen, so ein bisschen, einfach mal auch menschlich, so in Marias Situation? Und wenn sich jemand Sorgen machen durfte, dann war es eigentlich Maria mit all dem, was sie erlebt hat. Und dann lesen wir aber diese Stelle in Lukas 1, 46, wo man sich ja fragt, wow, was für ein Lobgesang von Maria. Ja, Magnificat Marias nennt man das auch, ein Lobgesang von Maria zu Gott. Und wir werden da mal reinschauen und das erstmal einmal lesen, ab Vers 46. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seinen Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starken Armen hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte. Dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen erbarmt zu erweisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Also wie hat es Maria geschafft, trotz dieser Umstände, so ein Anbetungslied über ihre Lippen zu bringen? Solche Zeilen zu singen, auszusprechen. Und ich glaube, wir können, ich habe uns heute mal 2 grundsätzliche Lebensansätze mitgebracht. Ja, man kann einmal der Lebensansatz von unten nach oben. Ja, du machst Erfahrungen im Leben, du hast Gefühle im Leben, du hast Emotionen, du hast Umstände. Und diese Sachen projizierst du auf Gott, also von unten nach oben. Das, was du erlebst, Gott, okay, wenn es mir gut geht, dann bist du gut. Wenn es mir schlecht geht, dann bist du vielleicht nicht so gut. Das heißt, wir können so einen Ansatz im Leben haben, dass wir Dinge projizieren auf Gott, die uns gerade widerfahren. Und das zum Maßstab machen, wie Gott ist. Und nicht immer sind wir da vielleicht drin, aber wir haben Tendenzen dahingehend, dass wir ein Gottesbild auch dahingehend entwickeln, dass wir sagen, okay, ja, geht es mir gut, läuft alles gut und das Gefühl ist da, dann ist Gott da, er kümmert sich um mich. Wenn es mir schlecht geht, ist das Gefühl vielleicht anders und Gott kümmert sich nicht um mich. Und das ist eine emotionale und geistliche Achterbahnfahrt, okay? So mit Gott zusammen und auch im Leben, im Glaubensleben. Aber es gibt auch diesen Ansatz von oben nach unten, ja? Und dieser Ansatz geht davon aus, dass Gott der ist, der nach der Bibel zu sein vorgibt, ja? Ja, Gottes Charakter, Natur und Eigenschaften werden offenbart durch sein Wort. Und dieser Ansatz beginnt mit dem Glauben, dass Gott gut ist, dass er immer gut ist. Das heißt, von oben nach unten. Und das sind Wahrheiten, die wir hören, die wir lesen dürfen. Und das ist deine Lebensperspektive, aber auf dein Leben. Das, okay, Gott, ich erlebe gerade, ja, so wie Natalia auch diese fast 2 Jahre, wo sie gerungen hat. Sie erlebt gerade diese Schwere und es ist Leid, aber sie hat Gott vertraut und hat diesen Ansatz gewählt. Hey Gott, ich lese es, dass du gut bist. Und ich vertraue, dass deine Güte durchkommen wird in mein Leben. Und so ist das ein anderer Ansatz, aber ich glaube, dass dieser Ansatz auch bei Maria deutlich wurde, dass sie von oben nach unten geglaubt hat. Ja, von Gottes Eigenschaften
geglaubt hat und dass sie daran geglaubt und glaubt, hey Gott, du bist gut, immer. Und das, das nehme ich für mein Leben an. Ich vertraue dir. Ich vertraue. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und so lebt Maria mit einem von oben nach unten gerichteten Ansatz. Und ich will uns heute einladen, dass wir uns darauf einlassen, wenn wir jetzt mal in diesen Lobgesang einsteigen, diese paar Punkte herauszulesen und für uns auch, ja, auch anzunehmen. Und so möchte ich uns da wirklich mitnehmen. Ja, dass wenn wir das Wort Gottes lesen, das Wort Gottes, ja, die Theologie, das Wissen über Gott, wer ist Gott, dass dieses Wissen von Gott in unsere Biografie hineinkommt, in unser Leben hineinkommt und daraus ein Lobgesang wird, eine Doxologie nennt man das auch, okay? Spannende Begriffe, klingt aber richtig gut. Von dem, wie Gott ist, das darf unser Leben berühren und aus dieser Berührung, aus dieser Begegnung heraus entsteht ein Lobgesang. Aber es ist ein von oben nach unten gesetzter Ansatz. Und der erste Punkt, den ich benennen möchte, auch in diesem Lobgesang, ist: Gott ist Herr. Ja? Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Gott ist der Herr. Das bedeutet, dass er das Sagen hat. Ja? Er ist Chef. Er ist Herr. Er ist der Herr. Und Maria schaut auf ihr Leben, ihre Zukunft, ihren Ruf, ihre Familie, ihre mögliche Ehe. Und sie sagt: Hey, weißt du was? Der Herr hat das Sagen in meinem Leben und ich vertraue ihm. Ja, anstatt mir Sorgen zu machen, wie es gleich wird, vertraue ich Gott, dass er es gut macht. Er ist der Herr. Und was ja die Sache so schwierig macht in unserem Leben, ist, dass Gottes Pläne nicht immer mit unseren Vorlieben übereinstimmen. Wir haben Vorlieben, wir haben Wünsche, wir haben Sehnsüchte und manchmal matcht das nicht. Manchmal passt es nicht übereinander, weil Gott größer ist, ja? Weil Gott der Herr ist, weil er der Chef ist. Und der Chef weiß, was zu tun ist, auch in deinem Leben. Und er wusste auch, was in Marias Leben zu tun ist. Und so vertraut Maria hier Gott und nennt hier in diesem Lobgesang, ja, Gott den Herrn. Er ist der Herr. Er ist gut. Alles, was er tut, ist gut. Und ich möchte dich heute ermutigen, was auch immer geschieht, lass dich nicht von deinen Plänen und Vorlieben dazu bringen, Gottes Absichten und Pläne zu verpassen. Ja, lass dich nicht davon abbringen. Wenn du Vorlieben hast, wenn du Wünsche hast, Sehnsüchte, bring sie zu Gott, aber lass dich nicht davon abhalten, dass Gott einen größeren Plan hat vielleicht für dein Leben. Vertraue ihm, auch in dieser Hinsicht. Er ist der Herr. Und so war es bei Maria ja so, sie konnte sich entweder Sorgen machen, sagen, wie wird alles, ja, und alles ganz schwierig, oder? Sie hat angefangen zu sehen, Gott, du bist der Herr. Ein zweiter Punkt, Gott ist der Retter. Ja, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. So Maria erkennt nicht nur, dass sie einen Retter braucht, sondern es ist auch diese Eigenschaft Gottes, die sie zur Anbetung führt. Ja? Sie hat erkannt, hey, Gott ist mein Retter. Und diese Eigenschaft und dieses, wie Gott ist, das führt mich zur Anbetung. Er ist mein Retter und das führt mich zur Anbetung, zu diesem Lobgesang. Und genau wie du und ich ist Maria auch eine Sünderin gewesen, die einen Retter braucht. Und so hat sich ja Gott dir selbst ins Spiel gebracht. Ja, Gott wurde Mensch, Jesus ist gekommen. Er ist als Retter gekommen für uns, für dich, für mich. Und hat sich quasi selbst als Retter ins Spiel gebracht, weil anders ging es nicht. Und das versteht Maria und das drückt sie so aus. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Amen. Das dritte ist, Gott ist persönlich, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Und das ist ja ein Punkt, Gott ist persönlich, ist ja wahrscheinlich das Merkmal schlechthin fürs Christentum. Ja? Bei allen anderen Religionen ist es oftmals diese Distanz und dieser weite, distanzierte Gott, den man irgendwie durch Leistung irgendwie herbringen muss. Nein, Gott ist persönlich geworden. Ja? Und das erlebt hier Maria auch und sie sagt es ja, denn er hat mich, ja, seine Dienerin, gnädig angesehen. Ein Gott, der mich sieht. Unsere Jahreslosung. Und so, das hat Maria hier erlebt. Und sie drückt das so aus, Gott, du bist ja persönlich geworden in meinem Leben. Gott schenkt dir Aufmerksamkeit. Er weiß sogar alles über dich, deine Gedanken, ja, das Gute, das Schlechte, das Schöne, das Hässliche. Er kennt alles, auch in deinem Leben. Und bei all dem weiß er, und das tut er auch, er liebt dich. Er liebt dich.
Unfassbar, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er dein Retter werden darf und auch vielleicht schon geworden ist in deinem Leben. Und das hat Maria erlebt. Und Gott, im nächsten Punkt, ist heilig. Sein Name ist heilig, sagt sie. Heilig, ja, diese Eigenschaft, ausgesondert zu sein im Gegensatz zu dem Gewöhnlichen. Ja, Gott ist anders, er ist heilig, er ist erhaben, er ist nicht gewöhnlich. Gott fehlt es an nichts und er ist in jeder Hinsicht vollkommen. Und eines der Probleme, die wir in unserem Leben haben können, ist, dass wir uns an Sünde gewöhnen können. Ja, wir können uns ja daran gewöhnen, schlecht zu reden. Wir können uns daran gewöhnen, das und das zu tun, wo wir vielleicht eigentlich wissen, im ersten Moment, dass es nicht gut ist. Aber wir können uns, als Menschen gewöhnen wir uns ja auch an Dinge. Und auch an Sünde, an das, was uns von Gott trennt. Und an das, wo Gott ja nicht in einem, ich sage es mit meinen Worten, in einem Raum zusammen sein kann. Ja, Gott kann nicht da sein, wo Sünde ist. Aufgrund seiner Heiligkeit. Und deswegen ist ja Sünde etwas, was bei Gott ja, was Gott ja nie hat. So, weil Gott immer heilig sein wird. Er wird immer dieses immer der Abgesonderte sein zur Sünde. Aber wir können ja uns daran gewöhnen. Wir können uns an Hass gewöhnen, an Spaltung gewöhnen, an Rassismus gewöhnen, an Unmoral gewöhnen, Ausschweifung, an Lügen, an Betrug. Aber Gott wird sich niemals daran gewöhnen, weil er von Anfang an gut war, weil er von Anfang an heilig war. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir wissen, dass Gott der heilige Gott ist, dass wir immer auch wissen, hey, mit wem sprechen wir hier? Ja, wer ist dieser Gott? Ja, er ist der heilige Gott, aber er ist auch der persönliche Gott. Aber diese Eigenschaft, dass er heilig ist, ist entscheidend für uns, dass wir immer wissen, hey, wer ist eigentlich mein Gegenüber? Wer ist mein Schöpfer? Und was ist sein Plan für mein Leben? Auch wenn es um meine persönliche Welt geht, wo nicht immer alles funktioniert. Das fünfte ist, Gott ist gnädig. Seid ihr noch da? Okay. Mir ist hier warm oben, aber ist okay. Gott ist gnädig, Vers 50. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Ja, Gott, wir hätten es verdient, als Sünder auch diesen Preis zu bezahlen. Aber Gott sagt, nein, ich zahle es für dich. Und er setzt das durch Gnade, ja, das ist Barmherzigkeit. Er hat uns gesehen, voller Barmherzigkeit. Und eigentlich die Strafe, die wir verdient haben, die Konsequenzen, die wir tragen müssen, hat er ersetzt durch Gnade. Und das ist Gottes Barmherzigkeit, das ist seine Gnade. Er ist gnädig. Und Gott ist der Beste im Vergeben, Freunde. Er ist der Beste im Vergeben. Ja, wenn du heute hier bist und weißt, hey, ich habe da auch Mist gebaut, laufen Dinge nicht gut in meinem Leben. Ich würde sagen, Gott ist der Beste im Vergeben, wenn du zu ihm kommst. Ja. Und wir machen immer wieder Fehler. Wir verdienen es, die Konsequenzen zu tragen, aber Gott vergibt immer wieder. Weil er heilig ist, musste er etwas gegen unsere Sünde tun. Weil er barmherzig ist, wollte er etwas tun. Weil er mächtig ist, war er in der Lage, etwas zu tun. Ja? Das sage ich gleich nochmal beim nächsten Punkt. Gott ist mächtig. Das ist das nächste. Ja, Gott ist mächtig. Mit starken Armen hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat sie, die Mächtigen, vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Hey, Gott ist sowohl barmherzig als auch mächtig, sowohl souverän als auch stark. Er ist persönlich und kraftvoll, er ist mächtig. Und Maria schaut auf Gott und sieht einen liebenden, barmherzigen, mächtigen Gott, für den nichts unmöglich ist. Gott hat einen starken Arm, ich liebe dieses Bild, ja, einen starken Arm. Er hat die Macht, Dinge zu bewegen, auch in deinem Leben. Maria weiß, dass es einen Gott gibt, der über ihr steht, der ihr vorausgegangen ist, der ihr in ihr lebt, der immer für sie da ist. Also bricht sie in Anbetung aus, statt sich Sorgen zu machen. Ich wiederhole diesen Punkt immer wieder. Sie bricht in Anbetung aus, in Lobgesang. Ja, weil er heilig ist, musste er etwas gegen unsere Sünde tun. Weil er barmherzig ist, wollte er etwas tun. Weil er mächtig ist, war er in der Lage, etwas zu tun. Und das siebte ist, Gott ist großzügig. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt. Gott ist großzügig, erfüllt unsere Hände.
Aber wenn wir versuchen, satt zu werden, reich zu werden, ja, auch jetzt mal übertragen, wenn wir versuchen, unser Leben selbst irgendwie satt zu machen, dann sind unsere Hände voll, dann sind wir nicht hungrig. Aber Gott liebt hungrige Herzen. Gott liebt, wenn wir durstig und hungrig zu ihm kommen. Gott liebt es, wenn wir sagen, Gott, ich habe das nicht alles, was ich hier brauche. Ich brauche dich in meinem Leben. Ja, ich habe hier was Tolles in meinem Leben. Ich habe das und das, ist alles super. Aber wenn du es nicht schaffst zu sagen, Gott, trotzdem komme ich hungrig zu dir, trotzdem komme ich mit leeren Händen zu dir, dann wirst du wahrscheinlich Gottes Großzügigkeit verpassen in deinem Leben. Weil Gott den Hungrigen die Hände mit Gutem füllt. Ja, natürlich auch wirklich mit Nahrung und so weiter, aber auch übertragen im Geistlichen. Wir lesen es unter anderem Matthäus 5, Vers 6. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Und weil Maria weiß, wer Gott ist, ja, ein großzügiger Gott, kann sich über ihre Demut und ihren Hunger freuen und sagen, Gott, du erhöhst die Demütigen, du sättigst die Hungrigen. Ja? Und sie weiß, hey Gott, ich habe nicht viel zu geben als arme Dienerin, aber du füllst meine Hände. Wow, was für eine Perspektive von Maria auf ihr Leben. Und so sehen wir hier auch an diesem Punkt, dass Gott großzügig ist. Gott ist gerecht. Ja? Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte. Gott ist gerecht. Er hat sich daran erinnert. Die Verheißung, das, was über das Volk ausgesprochen wurde. Und Gott versorgt. Ja, und Gott ist ein gerechter Gott. Und wir dürfen natürlich den Armen was geben. Das sollen wir. Und das ist unser Auftrag, dass die Bedürftigen versorgt werden. Dass die Ausgegrenzten beschützt werden. Und das ist ein Reich Gottes Ethik. Die soll unter uns wohnen. Wir sollen diesen Gedanken von Gott übernehmen für unser Leben. Wir dürfen Gerechtigkeit ausüben, ja, im Sinne Gottes. Wir dürfen da auch mit Gott zusammenarbeiten. Weil Gott ein gerechter Gott ist. Und weil er es liebt, Menschen zu helfen, die ganz, ganz unten sind und die es nicht auf die Reihe kriegen. Und wir lesen ja hier auch, dass Gott sich mit zwei unscheinbaren, bescheidenen Frauen, Elisabeth und Maria, beschäftigt. Ja, wenn wir die ganze Geschichte lesen. Ja, die eine ist alt und unfruchtbar und hat Gott ein Wunder getan. Die andere ist eine arme junge Jungfrau. Und Gott beschäftigt sich mit diesen zwei Personen, die hier anscheinend in unseren Augen erstmal, ja, das sind ja zwei Frauen und haben keinen Status so richtig, aber Gott beschäftigt sich mit diesen Menschen, die an nichts zu geben haben, aus unserer Perspektive, und Gott füllt sie und Gott ist gerecht und Gott tut etwas in diesem Leben, weil er einen Plan hat mit jedem Einzelnen. Er ist ein persönlicher, ein großzügiger Gott. Und deswegen ist er auch gerecht. Gott ist treu. Ja, wir lesen weiter, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Er wird nie aufhören. Er wird nie aufhören. Und Maria feiert das. Und sie erinnert sich an diesen Bund, den Gott gemacht hat. Und jetzt sagt sie, hey Gott, du wirst nie aufhören, dein Erbarmen uns zu erweisen. Du bist immer treu sein. Die Verheißung, die Adam, Noah, Abraham, Isaac und Jakob gegeben wurde, die kommt jetzt mit Jesus auch noch. Und sie hat sich darauf fokussiert und nicht gesagt so, ja, was wäre wenn und was müsste passieren und so weiter, diese Sorgenfragen, sondern sie hat sich gesagt, hey, Gott, du bist treu und deswegen weiß ich, dass du mich versorgst. Sie hätte sich auch auf diese Angst und die Sorge konzentrieren können. Aber wie wäre es, wenn wir auch anfangen würden? Gott, du bist treu. Du bist treu. Und aus deiner Treue zu mir, zu deinen Kindern, vertraue ich dir. Und der letzte Punkt ist, Gott ist ewig. Gott ist ewig. Das lesen wir auch in diesem Vers, dass er nie aufhören wird, Erbarmen zu erweisen. Wenn Gott gut war, wird er auch weiterhin gut sein. Denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und die Band kann gerne nach vorne kommen. Und wahrscheinlich die meisten von uns sitzen hier im Raum und du denkst gar nicht so über Gott. Du denkst, du weißt schon, Gott ist gut. Du weißt es. Du hast Erlebnisse auch gehabt mit Gott. Und du denkst auch jetzt nicht, dass Gott irgendwie böse ist vielleicht.
Weil vielleicht ist da eine Sorge in deinem Leben, bei all dem, was man über Gott wissen kann und was du vielleicht auch weißt, ist, vielleicht hast du die Sorge, Gott, bist du nah? Bist du nah? Bist du in meinem Leben nah? Ich lese hier ganz viel, ich höre die Predigt, ich habe Freunde, Familie, die von dir Gutes erzählen und persönliche Geschichten erzählen. Aber Gott, wo bist du in meinem Leben? Und ich glaube, einer der größten Sorgen, die wir tragen können, ist, Gott, bist du nah? Bist du bei mir? Und das ist ja das Wunderbare an der Weihnachtsgeschichte. Immanuel, ja? Und Gott will diese Sorge nehmen, von wo du denken kannst, Gott, du bist weit weg. Gott nimmt dir diese Sorge und sagt, nein, nein, ich bin Immanuel. Ich bin Gott mit dir, ja? Ich bin bei dir. Gott ist mit uns, Gott ist bei dir. Und ich will dich ermutigen, dass du gerade jetzt noch, auch in dieser Zeit, wir nochmal Lieder singen gleich, dass du ganz, ganz bewusst sagst, Gott, ich stehe hier und ich will deine Nähe in meinem Leben erleben. Vielleicht ganz, ganz neu, vielleicht ganz frisch, vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht bist du hier, du bist eingeladen worden und du kennst den Gott noch gar nicht. Dann lade Gott ein und sag, Gott, deine Nähe habe ich noch nie gehört von. Aber wenn du da bist, komm. Weil Gott das versprochen hat, Gott hat sich so gezeigt. Jesus ist gekommen, er ist nahe gekommen, er ist gekommen, um genau uns heute hier zu begegnen, dich und mich. Zu sagen, ich komme dir nahe in deiner Lebenswelt. Aber es fängt damit an, dass wir den richtigen Ansatz wählen für unser Leben, dass wir anfangen, hey Gott, ich lese in deinem Wort diese Punkte, ich lese diesen Lobpreis von Maria, ich lese andere Stellen und ich will das, diese Wahrheiten wirklich in mein Leben hineinkommen und dass ich anfange, diese Wahrheiten zu glauben. Und ja, natürlich, Emotionen, Gefühle, Schwierigkeiten, Umstände werden kommen, aber du wirst anfangen, diese Wahrheiten zu vertrauen und du wirst merken, hey Gott, du bist in all dem, bist du gut und treu. Und du wirst merken, wie dieser Friede Gottes in dein Leben hineinkommt, wie Gott dir nahe ist in Trauer, in Leid, in Schmerz. Aber du hast einen richtigen Ansatz gewählt. Du vertraust diesen Zusagen. Du vertraust, dass Gott der ist, der auch, wie er sich in seinem Wort vorstellt und wie er sagt, dass er es ist. Und ich will dich ermutigen, dass du vielleicht wegkommst von diesem Ansatz, hey, mir geht's gut, mir geht's schlecht, Gott ist schlecht. Ich will dir Mut machen, dass du diesen Ansatz heute brichst und sagst, Gott, ich vertraue dir. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wenn es möglich ist. Können wir ganz kurz unsere Augen schließen und ich möchte noch einmal diese Punkte vorlesen, die Überschriften und nimm sie auf. Nimm sie in dein Herz auf, fang an, das zu glauben. Gott ist der Herr. Gott ist der Retter. Gott ist persönlich. Gott ist heilig. Gott ist gnädig. Gott ist mächtig, er ist großzügig. Gott ist gerecht und er ist treu. Und Gott ist ewig. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, als Immanuel, dass du uns nahe gekommen bist. Eine unvorstellbare Sehnsucht ist bei dir, uns zu sehen und zu begegnen, bei uns zu sein. Auch heute ist sie da. Du hast eine riesengroße Sehnsucht, uns nahe zu kommen. In unsere Welt hineinzukommen, in unsere persönliche Welt hineinzukommen, die vielleicht chaotisch ist, die vielleicht nicht perfekt ist. Ja, bestimmt ist sie nicht perfekt. Und da kommst du hinein. Als der Gott, der nahe ist, der mächtig ist, der großzügig ist, der persönlich ist, heilig, mächtig, ewig, treu. Oh Jesus, wir lieben dich. Und Gott, ich bete, dass wir als Gemeinde echt ein Statement setzen, auch an diesem Morgen, dass wir uns dir hingeben, dass wir einmal mehr dir vertrauen, dass deine Zusagen wahr sind, dass du das einhältst, dass du wirklich kommst mit all diesen Eigenschaften und dass du uns da begegnest. Ich bete, dass wir als Gemeinde einen Lobgesang emporsteigen lassen heute Morgen, der,
deinen Namen ehrt. Gott, so wie es Maria getan hat, möchten wir es auch tun. Ja. Und wir leben in dieser Welt und wir haben Umstände und ich bete Gott, dass du Umstände umkrempelst, dass du Wege schaffst. Ich bete wirklich dafür, dass du durchbrichst, Gott, dass du einen Weg bereitest, da wo wir vorm Unmöglichen stehen. Und bei all dem, Gott, bete ich aber, dass wir vertrauen darauf, wer du bist. Lass uns das gemeinsam singen, Licht dieser Welt und Gottes Namen anbeten.